Hallo ihr Süßen, hier ist Henning Plückebaum und das ist Plückebaum, der Podcast. Und ich bin so ein bisschen rhythmisch eingestiegen, aber auch so, das hatte auch den Grund, dass mir einfach nichts eingefallen ist. Ich wollte irgendwie ganz mit einem Riesenknaller starten. Mit einem Riesenknaller wollte ich starten. Mit einem Riesenknaller. Aber mir ist nichts eingefallen. Und das ist natürlich die schlechteste Voraussetzung für einen Riesenknaller, wenn einem nichts einfällt. Ne? Also man kann natürlich einen Knaller haben. Das ist also jetzt nichts gegen Knaller. Ne? Also jetzt verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht gegen Knaller. Nur dagegen einfach rumzuknallen, wenn man nichts zu knallen hat. Ne? Und wie Harald Junke schon sagte, wenn man vorher was aus dem Ärmel rausknallen will, dann muss man einfach vorher was reinknallen. So, großer Harald Junke hat das gesagt. Ich erinnere mich immer, wenn es um Harald Junke geht, erinnere ich mich an zwei Sachen. Und zwar an Barfuß oder Lackschuh. Und werdet ihr sagen, das sind doch nicht zwei Sachen, das ist doch eine Sache. Barfuß oder Lackschuh, der Song, das ist doch eine Sache, das sind doch nicht zwei Sachen. Aber pass auf, beruhigt euch mal ein bisschen. Wow, 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 oder? Komm mal ein bisschen runter hier. Chillt mal die Basis. Es sind zwei Sachen. Erstmal, die erste Sache, es spaltet sich auf. Es ist eine Aufspaltung, eine reine Aufspaltung. Es ist eine reine Aufspaltung. Die Aufspaltung zur einen Seite ist die Geschichte, wie ich als Kind früher den Auftritt Barfuß oder Lackschuh von Harald Junke gesehen habe, wie er da rumtänzelte und in so einem Frack und waren so große Schuhe im Hintergrund. Und dann tänzelte er da so rum. Ich habe diesen Auftritt nirgendwo gefunden bei YouTube. Ich habe auch nicht gesucht. Natürlich habe ich gesucht. War nur ein kleiner, habe ich nur des Witzes wegen gesagt. Natürlich habe ich gesucht. Aber halt, wie gesagt, nichts gefunden. Wie gesagt, auf gut Deutsch gesagt. In der Tüte gesprochen. So gesagt, so sagen wir mal. So auf gut Deutsch gesagt. In Anführungsstrichen gesagt. Aber ich habe diesen Auftritt noch vor Augen, wo er da so rumtänzelt. Ich fand das irgendwie so interessant. Gerade auch, weil für mich als Kind, ich war ja kleiner als Kind. Spoiler! Spoiler! Ich war ja früher als Kind kleiner als wie jetzt. Ganz klare Geschichte. Und darum waren sowieso alle Sachen größer. Das ist so eine optische Täuschung. Alle, die sich jetzt für Chemie interessieren, das ist eine optische Täuschung. Wenn man kleiner ist, dann wirken Sachen größer, als wie wenn man größer ist. Dann ist alles umgekehrt. Die ganze Apparatur, dann wirken nämlich Dinge kleiner. Kleinerer, als wie wenn man groß ist, klein ist und dann Sachen größer wirken, so, Hashtag. Und darum war sowieso alles ein bisschen größer, aber diese Schuhe, die waren so überdimensional groß, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, das kann sich ein Mensch wie du und ich, kann sich das nicht vorstellen. Also wirklich, also es war so enorm groß und dann hat er so rumgetänzelt und dieses Lied gesungen. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, lege ich mir in Frack zu oder komme ich vor Gericht. Ich schlafe unter Brücken und im Himmelbett, bin Engel und mal Teufel, doch nie bin ich nur nett. Ich bin so wie Scatman. Scatman hat ja gestottert und er hat aber während des Singens nie gestottert. Und so bin ich auch. Ich verspreche mich ja nie, also niemals. Aber wenn ich singe, dann verspreche ich mich. Ne? Ich habe auch ein bisschen schief gesungen. Das lag daran, natürlich nicht, weil ich nicht singen kann, sondern es lag daran, dass ich einfach zu tief angesetzt habe, ne? Zu tief gestapelt habe. Es passiert mir immer. Immer zu tief stapeln. Also wenn ich es höher ansetze, dann wäre es natürlich viel schöner. So, also würde sich viel schöner anhören. Kann ich mal machen.
Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Frack zu oder komm ich vor Gericht? Ich schlafe unter Brücken und im Himmelbett. Bin Engel und mal Teufel, doch nie bin ich nur nett. Da 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 di, da 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 da. Manchmal auch mal etwas laut. Ist das Hut, das Hut ich heben kann. Und warte nicht, bis man mich haut. Und jetzt, und wenn ich mal daneben trete, die Gefahr gehe ich gern ein. Denn ich will nun mal kein leise Treter sein. Oh nein! Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Frack zu oder komme ich vor Gericht? Ich bin schlafe unter Brücken, habe ich eben schon gesungen. Naja, ist lange her. So, und ich bin noch sehr jung. So, und was soll ich sagen? Und die zweite Abzweigung, wir haben ja noch eine zweite Abzweigung. Die zweite Abzweigung dieser ganzen Geschose ist, wenn wir kurz überlegen, wo wir überhaupt waren, bei welchem Thema. Ach ja, Barfuß oder Lackschuh. Barfuß oder Lackschuh. Die zweite Abzweigung dieser Geschichte ist folgende. Ich erinnere mich, ich habe das Lied wiedergefunden und Spotify und Internet und so, das ist ja diese unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? Also was haben die USA und das Internet gemeinsam? Sie haben beide unbegrenzte Möglichkeiten. Hashtag. Und da habe ich dann das Lied wiederentdeckt. Vor 2 Jahren war das, glaube ich. Vor zwei Jahren. Und da war gerade Carlo, mein lieber Streaming-Freund Carlo, also mein lieber Freund und Streaming-Kampong-Kyong, Champignon-K, Carlo, hat gerade auf sein Haus aufgepasst und hat daraus gestreamt, Carlo allein zu Hause. Also wirklich, so ein genialer Titel auch, ne? Also muss man schon mal sagen, ein genialer, wem ist das denn eingefallen? Moi, das war meine Idee. Ach, genauso wie dieses Konzept, lange Haare, dunkle lange Haare und so ein Bart. Und ein buntes Hemd an. Ist auch mein Konzept, auch meine Idee gewesen. Habe ich für Carlo entwickelt. So. Da hat er auf das Haus aufgepasst und hat so ein paar Tage gestreamt. So, wie so ein Verrückter. Gestreamt wie ein Verrückter. Oder? Jeden Tag. Wie ein Verrückter hat er gestreamt. Als gäbe es keinen Morgen mehr. So, ne? So wie du und ich. So. Und dann an Tag, keine Ahnung, auf jeden Fall stieß ich für 2 Tage dazu. Und er hatte dieses Haus für sich alleine. Und mit Katzen natürlich. Also nicht für sich alleine, sondern er und die Katzen. Ne? Hashtag. Und dann stand da eine Alexa. Oh, da darf ich jetzt nicht sagen, weil die Alexa springt jetzt auch an. Alexa, lach mal. klare Geschichte, oder? Klare Geschichte. Das geht viral, oder? Alexa, das geht aber viral, oder? Darauf habe ich leider keine Antwort. Oh, war stehen geblieben. Okay, auf jeden Fall habe ich Alexa gefragt, ob sie das Lied abspielen kann. Barfuß oder Lackschuh. Und dann hält er dieses Lied durch dieses leere Haus, durch dieses leere Haus, wo nur Carlo und die Katzen drin waren. Und ich natürlich, logischerweise. Und die Kaffeemaschine, die mich um den Verstand gebracht hat. Oh Leute, kennt ihr diese Geschichten? Ich habe die schon mal im Stream bei Carlo erzählt, aber es ist 2 Jahre alt. Mein Gott, was soll's? Da kann man es nochmal erzählen. Kann man nochmal alte Sachen aufwärmen. In einem anderen, in einer anderen Gegend. Wie heißt das denn? Bereich? Nee, wie heißt das denn? Anderem, also Podcast ist ein anderes Element als wie Stream. Ne? Naja, egal. Bereich? Nee. Umgang? Naja, keine Ahnung. Umgebung? Ja. Was soll ich jetzt eigentlich überhaupt sagen? Mit der ganzen Apparatur wollte ich irgendwas sagen. Ah ja, genau, die Apparatur, Kaffeemaschine. Vollautomat. Also es ist wirklich ein Höllending. Also wenn wenn Satans Großmutter etwas erfunden hat, dann den Vollautomat. Man macht ihn an, dann muss er sich erstmal 8 Stunden aufwärmen. Aber vorher macht er unglaublich Geräusche. Der macht der rumst da und so. 3 Stunden macht er warm, sich warm. Und dann fällt ihm ein, na, man muss noch ein bisschen was entkalken. So, dann muss man was entkalken, ein Kalkungsprogramm machen. Dann muss er sich wieder aufhitzen. Dann braucht er wieder Wasser. Dann braucht er nochmal Kaffee.
Da muss man nochmal so ein Reinigungsprogramm machen und dann kann man sich irgendwann einen Kaffee ziehen. Und wenn man sich zwei Kaffee ziehen will, dann geht die ganze Kaschose nach einem Kaffee schon wieder weiter, also wiederholt sich bis zur Bewusstlosigkeit. Und erst der eine Kaffee kalt und dann hat man den anderen endlich frisch aufgebrüht. Und ja, kann man mit dem ersten nichts mehr anfangen. Ne? Also man muss eigentlich nacheinander Kaffee trinken. So. Naja, das war die riesige Geschichte. Das war auch wahnsinnig gut erklärt. Ne? Ihr legt wahrscheinlich jetzt alle am Boden und lacht auf eure eigene Art und Weise, ne? Weil jeder hat ja sein eigenes Lachen. Jeder hat ja seine eigene Lache. Ja, es ist Sonntag gerade. Ich gucke ja samstags beim Frühstück immer Reportagen. Und da war eine Reportage über einen Kiosk, der nicht nur Kiosk war, sondern auch Imbissbude. Aber auch nicht nur Imbissbude, sondern auch hatte so eine ausgelagerte Küche. Und Vertrieb diese Küche, also dieses Essen, diese Produkte aus dieser Küche, auf einem Campingplatz. So. Und die Frau, ist eigentlich total egal, dass ich das alles erzählt habe, gehört gar nicht dazu. Wichtig ist Folgendes, die Frau, die da gearbeitet hat, die hat immer sowas erklärt, so. Ja, ich habe heute noch nicht, also der Campingplatz wurde gerade eröffnet, also wieder eröffnet die Saison. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe heute die Nacht, habe ich nicht so gut geschlafen, ich war ein bisschen gestresst. Sie hat immer so gelacht. Und noch viel höher. So ein bisschen wie Goofy, nur halt nur einmal. Goofy macht das ja mehr, wiederholt diese ganze Apparatur ja mehrmals, dass das so ein typischen Goofy-Lachen war. Aber sie hat das noch einmal gemacht. So gelacht. Und es war so ein bisschen putzig, weil die hat den Mund dabei nicht bewegt. Also schon ein bisschen aufgemacht, aber die hat nicht so ein lachendes Gesicht gehabt dabei, sondern einfach nur den Mund so aufgemacht. Und dann kam dieses glucksende Lachen raus. Es war ein Fest, meine Lieben. Es war ein Fest. Wer sagt das denn nochmal immer? Wer redet immer vom Fest und sagt immer meine Lieben? Wahrscheinlich dieselben, die auch der Herr Professor sagen. Na, der Meister, was darf es nur heute sein? Der Herr Professor. Mit Frauen funktioniert das nicht, ne? Die Frau Professorin, da klingt das nicht so. Die Meisterin, klingt nicht so. Es ist so eine Sache, die man, glaube ich, nur in der männlichen Form verwenden kann, damit sie Kult sind. Das sind ja auch kultige Sprüche. Naja, gut, was habe ich diese Woche vor? Montag, also heute, der ganz normale Magazini-Streamy, 16 bis 17 Uhr. Und Dienstag fällt aus, leider. Es tut mir sehr leid. Die Gründe sind natürlich großartig, aber für euch ist es natürlich jetzt Käse, ne? Natürlich Käse. Also die lassen jetzt nicht aus, weil ich es rechtfertige mir auch noch, oder was? Will ich mir auch noch rechtfertigen? Ich wollte jetzt gerade sagen, es liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, sondern einfach, weil ich einfach was Wichtiges zu tun habe. Aber das klingt ja wie eine Rechtfertigung. Also für euch, Werte Herrschaften im Sinne von, Phrasen, das ist natürlich jetzt nicht die Herren damit gemeint. Es ist natürlich, wie habe ich den Satz angefangen, egal. Was ich noch erzählen wollte, genau, kurz vor Ende wollte ich nur ganz kurz was erzählen, und zwar es ist heute Sonntag und ich schlafe auf einem Gesundheitskissen, weil ich auf anderen Kissen nicht schlafen kann, Daunenkissen und so, es rutscht alles nach zu den Seiten weg und dann liege ich auf einem Hauch nichts. Und so, es kann ich alles nicht, oder so andere Kissen, so mit sag ich mal, Moos drin, wie heißt das denn? Diese künstliche Moos, dieser Pflaum, Schaumstoff, nein, wie heißt denn das? Watte. Das knüttelt sich immer. Und dann schlafe ich auf so Klüdeln und so, ganz furchtbar. Und da habe ich ein Gesundheitskissen, aber zeitweise kann ich auf diesem Gesundheitskissen auch nicht mehr schlafen, weil irgendwie, keine Ahnung, mein Körper, ich bin ja erst mit meinen 15 Jahren, ne, der verändert sich ja der Körper eigentlich noch jeden Tag. Ne? Ich bin ja noch im Wachstum. Und manchmal kann ich auf diesem Kopfkissen nicht schlafen und dann habe ich die unglaublichsten Kopfschmerzen nachts. Und manchmal, also meistens dann auch am Wochenende, wenn ich sonntags schlafe ich ja mal aus. Und dann habe ich manchmal so unglaublich große Kopfschmerzen, so Verspannungskopfschmerzen. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. In seinem schlimmsten Feind wünscht man sich nicht Verspannungskopfschmerzen. Also wirklich, da muss man mal sagen, da merkt ihr schon, ich habe keine Feinde. Ich habe keine Feinde. Sonst würde ich hier nicht so, erbarmungsvoll reden, dass man den Leuten das nicht zumuten kann und so weiter und so fort. Merkt ihr selber, führt zu nichts. Wir hören auf. Wir sehen uns also heute wieder, also Montag, wenn ihr Montag das hört, heute um 16 Uhr, Magazini-Streamy. Dienstag fällt leider aus. Mittwoch ganz normal wieder mit
Carlo auf dem Carlotronic-Kanal, so gegen 16 Uhr. Und mit Donnerstag dann ab 16 Uhr gucken wir wieder Marie von Maryland. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht im Stream. Ich würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Würde mich auch freuen. Also würde mich alles freuen. Ihr merkt, ich bin sehr, sehr, sehr leicht glücklich zu machen. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Kommt gut durch. Arvi Cerdi, euer Hennig Plückerfisch. Dieser Podcast von Henning Plückebaum, der Podcast, ist eine Produktion von Produktion Plückebaum, Produktion und Kommunikation. Mehr über Henning Plückebaum gibt's im Internet. http://www.plückebaum.com